Es gibt eigentlich noch zu wenige Räume im Internet, jetzt gerade so Corona. Was ist eigentlich, wenn ich mich mal mit meiner Oma treffen möchte oder mit anderen Menschen online? Kann man nicht sowas wie einen Treffpunkt im Internet selber bauen? Und das hat die nächste Gruppe gemacht. Das sind Robin, Kavian und Robert. Und die kommen jetzt auf unsere virtuelle Bühne. Ja, also wie schon gesagt, wir haben eine digitale Lounge gemacht, wo man sich treffen kann mit Freunden. Da, wenn Pandemiezeiten oder wenn Freunde weiter weg wohnen, ist es halt nicht möglich, dass man sich persönlich trifft. Und und die restlichen Möglichkeiten wie Discord oder andere Anbieter sind halt so unpersönlich, da man da keine Figur sozusagen zu sehen hat. Und dann dachten wir, dass wir die sozusagen aufgelisteten Namen mal durch Avatare, die man sich selbst zusammenstellen kann, austauschen. Ja, und das ist sozusagen unsere Lounge als Skizze. Wir haben eine Couch, wo man sozusagen öffentlich oder beziehungsweise im Freundeskreis kann jeder joinen. Also da kann jeder beitreten, dass man sich unterhalten kann und dann haben wir noch eine Couch, die privat ist. Also da kann, wenn man da drin ist, können nur eingeladene Leute rein, die sozusagen, und da können auch keine dazu joinen. Also man muss die Leute, die in diese, auf diese Couch sollen, davon kann man nur auswählen. An der Lampe, die da steht, da kann man die Helligkeit einstellen. Und dann haben wir halt noch eine Brettspielanlage, sage ich mal. Da kann man das, dachten wir, vielleicht mit auch so einer Gruppe, die sozusagen diese Brettspiele da, die vor uns kamen, vielleicht mal absprechen oder so, dass man da eine kleine Kooperation startet, dass man da sozusagen auch digital mit anderen spielen kann. Und dann haben wir halt noch eine Umkleide für den Avatar, falls man sich umziehen möchte und andere Klamotten tragen möchte. Die Funktionsweise, also wir dachten, wir machen eine Webseite, die dann aber auch responsive, also das heißt, dass es das auch auf anderen Geräten, also nicht nur PC, sondern auch auf dem Handy und anderen Endgeräten funktioniert. Und die Avatar und die Lounge sind halt also, sind eine visuelle Darstellung. Und die Idee dahinter ist, dass man in diese Lounge geht, so wie man zum Beispiel bei Freunden ins Zimmer geht oder so. Dort stehen halt Möbel, Sofas und Couchtische rum. Und man kann sich mit dem Avatar halt auf ein Sofa setzen. Wie schon gesagt, es gibt private und öffentliche Sofas. Und so kann man auswählen, mit wem man kommunizieren möchte und was man machen möchte. In dem Moment, wo man sich auf einem Sofa setzt, wird nämlich im Hintergrund, wird man von einer sogenannten Discord-Applikation. Discord ist ein Kommunikationsprogramm, wurde für Gamer entwickelt, ist mittlerweile aber frei für alle. Und wie schon gesagt, in dem Moment, wo man sich auf unserer Webseite auf das Sofa setzt, wird man im Hintergrund in einen anderen Sprachkanal geschoben und kann mit allen Leuten auf diesem Sprachkanal reden. Das passiert aber, also normalerweise muss man diesen Schritt selber machen, wenn man mit den Leuten reden will, aber das würde jetzt automatisch passieren, wenn man unsere Webseite benutzt. Außerdem wird man zu dem Brettspielprojekt geleitet, wenn man auf den Tisch klickt, aber es gibt noch keinen Tisch. Was wir dafür brauchen und vor allem auch benutzt haben, ist Discord, die Kommunikationsoberfläche von Discord, weil es zu anstrengend war, jetzt ein Kommunikationsdienstleistungsgerät von Anfang an aufzubauen. Dafür haben wir die Discord-API benutzt. Eine API ist quasi eine Schnittstelle, eine Programmierschnittstelle, mit der man einfach interagieren kann. Wir haben, um diese Schnittstelle zu bauen oder halt die Webseite zu bauen und die Interaktion, haben wir sehr viel JavaScript benutzt. Das war ein bisschen anstrengend, weil wir da nicht so viel Erfahrung hatten. Ja, das ist quasi alles. Ich würde jetzt noch eine Präsentation des Webseitenprototyps zeigen. Hier ist unser Avatar, verkörpert durch Mario. Der Sinn dieser Webseite ist, man kann Mario hin und her ziehen. Läuft gerade durch den Stream nicht ganz so flüssig.
Und wenn man Mario auf das Sofa zieht, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber die Grundidee ist, dass in dem Moment, wo man Mario auf das Sofa zieht, ein Algorithmus checkt, ob sich die Position von Mario mit der Position des Sofas überschneidet und dementsprechend die Discord-Applikation dazu veranlasst, den Kanal zu wechseln. Dann vielen herzlichen Dank und einen ganz dicken Applaus an Robin, Kavian und Robert, die sich das zusammen ausgedacht haben und ja auch grandios umgesetzt.